Jo, da sind wir wieder bei Pokémon Schwarz. Ich habe keine Ahnung, was wir beim letzten Mal getan haben, weil es so lange her ist, dass ich jetzt einfach mal Ampelleuchte einsetze. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich finde, das ist die perfekte Voraussetzung, in ein Let's Play zu steigen. Vom Typ Boden. Warst du schon die ganze Zeit? Ach, egal. Hauen wir dich einfach um, kleines Flunschlick. So, wo sind wir? Auf jeden Fall ist hier unter mir ein Item. Ein Top-Beleber. So, würde mich interessieren, was haben wir? Wir haben noch nicht den 8. Orden. Und wir haben ein wildes Pokémon. Hallo, Mebrana. Wenn ich mal so bedenke, ich glaube, es ist jetzt etwa 2 Monate seit der letzten Aufnahme her. Gut, ihr werdet das alles schön am Stück alle sehen und so, ne? Wow, schöne Level. Oh, wir waren noch gar nicht in Twin Drake. Na dann, gehen wir mal in der Richtung weiter. So, wir haben noch einen Superschutz nur? Habe ich nicht damals mal irgendwann mal... Da, Topschütze, 40 Stück. Wahrscheinlich habe ich die einfach noch nicht gefunden, weil ich sie so weit nach unten getan habe. Da geht's weiter. Nee, Moment. Unten geht's weiter. Ich kenne mich hier schon fast gar nicht mehr aus. Eieiei. So. Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's weiter. Ja, gut. Waren wir nicht schon mal ein bisschen weiter? Plitschplatsch. Will jemand kämpfen? Hallo? Schutz wirkt nicht mehr. Und natürlich auf dem allerletzten Fleckchen, Pfützchen, whatever, springt mich nochmal etwas an. Klingt gut. Nehme ich. Es regnet. Hauen wir ab. Ich gehe jetzt einfach mal Richtung Twin Drake City, weil ich keine Ahnung habe, was ich jetzt tun muss. Haben wir Fahrrad? Yay. Wenn ich bedenke, bei Schwarz 2 war die Brücke gesperrt, weil man herausfinden möchte, wie viele Menschen auf die Brücke passen, bevor die Brücke zusammenbricht. Das macht mir ein bisschen Sorgen, dass Menschen sowas ausprobieren möchten. So, vom Fahrrad absteigen. Haben wir hier nicht schon gekämpft? Ah, no, der hat uns Schleuder geschenkt. Haben wir hier nicht schon gekämpft? Hm, okay, hier waren wir also noch gar nicht. Wenn ich gewinne, musst du ein Pokémon an mich abtreten. Das hättest du wohl gern. Na, wobei, du gewinnst einfach nicht. Raufbold Harry. Oh, da du Raufbold, du setzt einen Rockkeimann ein. Ich muss sagen, wir haben ein verdammt gutes Level, wenn ich hier sogar die Gegner anschaue. So, das sollte sehr effektiv sein. Ja, gut. Keine Chance. Gucken, Deponitox. Was haben wir dagegen? Einstein, kannst du... Du kannst Bodenattacken, dich nehme ich. Tadam, tadam. Ach, es ist schön, mal wieder Pokémon aufnehmen zu können. Ein Deponitox. Ein eigentlich schönes Pokémon. Viele hassen es. Ich verstehe nicht, warum. Ich mag Deponitox. Holla. Init sinkt. Verteidigung sinkt. Init steigt. Also im Endeffekt habe ich damit mit dem Angriff jetzt nur seine Verteidigung gesenkt. Sehr gut. Yay, wir sind vergiftet. Off. Und wir haben Raufbold Harry besiegt. Nun richtig damit mal auf, Sand und Witz. So, haben wir Gegengifte, Hyperheiler, Something in this way. Da haben wir auf jeden Fall Hyperheiler, habe ich gerade gesehen. Und da unten haben wir sogar noch Gegengifte. So, ich kann mal kurz zeigen. Ich meine, wir sind jetzt gerade auf Route 9. Und auf Route 9 ist das Kaufhaus 9. Das Kaufhaus dieser Generation.
Willkommen im Kaufhaus 9. Kaufhaus 9, deshalb, weil es direkt an Route 9 gelegen ist. Als kleine Eselsbrücke, Kaufhaus 9, denn aller guten Dinge sind 9. Sind hier auch 9 Shops? 1, 2, 3, 4. Zählt nicht. 5. Verarschen uns voll. Was haben wir denn hier eigentlich, was wir so einkaufen können? Die TM-Abteilung. Hyperstrahl und Gigastoß. Gut, ich dachte, ich habe gerade beim Geld falsch verlesen. Oh. Cool, man kann hier drin kämpfen. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Ich dachte erst, wir hätten da eine Null mehr. Also 340.000, nicht nur 34.000. Ein Bisspark. Selbst wenn sie nur ein Pokémon haben, ist es immer noch relativ schwach. So. Können wir doch mal schauen. Wir wechseln uns mal mit Voltwechsel raus. Und schmeißen Kleinstein wieder in den Kampf. Na, wir setzen Mr. Pringles ein. Ein Kraftschub. Ja. Na, wobei, das Ding könnte vielleicht Biss einsetzen. Das ist auch eine gute Idee, war. Ja, komm. Hauen wir mal einen Surfer raus und schauen, was passiert. Oh, der kann sogar Knirscher. Der ist halt weh. Lobstrahl. Blubbel, blubbel, blubbel. Sehr gut. Mr. Pringles, Level up für Sie. Yes. Na gut. Tag, junger Trainer. Donnerstein. Ja, ist mein Begriff. Danke. Für den Donnerstein. Joa. So, ich wollte eigentlich nur gucken, was die ganzen Shops hier so haben. Hier haben wir die ganzen Kampf-Items. Mit den X-Tempo, X-Angriff, etc. Hier haben wir die ganzen Vitamine. Protein, Calcium und so weiter. Hier haben wir die ganzen Bälle. Und zwar so zügig wirklich alle Bälle. Ich glaube, ich nehme mal ein paar Flottbälle. Vielleicht nicht so viele mit. Und nehmen wir noch ein paar Finsterbälle mit. Kann man immer gut gebrauchen. Wenn man gerade irgendwelche Wild-Pokémon fängt. So, du bist der normale Tränke. Ja, das ist der Tränke-Fuzzi. Ja, und dann kann ich nochmal kurz zeigen, was wir denn hier hinten haben. Das weiß ich gerade selbst nicht mehr. Jetzt zürmen sich Pappkartons hier schon so manns hoch. Ja, darin finden sich allerlei veraltete Elektrohaushaltsgeräte, die sich nicht mehr zu Geld machen lassen. Was für eine Verschwendung, sich hier einfach so vor sich hin rosten zu lassen. Es muss doch möglich sein, sie anderweitig zu verwenden. Ja. Mag sein, aber wir nehmen uns mal das AB Plus mit und verkrümmeln uns wieder. So. Dann raus hier. Ist das den Doppelkampf? Ja. Na, wobei, Unser Angeschwester Mr. Pringles ist noch auf der Fall. Der Pokémon-Team macht was her. Lass mich doch mal sehen. Mit uns haben wir zwei fiese Kerle vom gleichen Schlag gefunden. Willst du wissen, was das bedeutet? Leute, wir sind doppelt gemein. Na, wer seid ihr denn? Rabauken, Bob und Rob. Zugokeks und Zugokeks. Von Bob und Rob. Na dann, Bob und Rob. Mal gucken, was ihr könnt. Nee, kein Voltwechsel. Ich wollte Elektroball einsetzen. Währenddessen kann sich ja unser Mr. Pringles mal eben selbst heilen. Gucken, wie viel Elektroball abzieht. Genug. Haben schon gedacht, dass unsere QU eigentlich doch relativ schnell sein sollte. Gegenstoß. Das könnte ein bisschen wehtun. Das könnte ein bisschen sehr wehtun. Und tschüss. Gut, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh Gott. Jetzt kommen wir mal noch mit Hochmut an. Okay, dann kriegt Millie für ein Item. Ein Glücksei. Komm raus und räche dich. Für Mr. Pringles. So, du haust das erste nochmal um.
Da ich glaube, Inferno trifft alle auf dem Feld, möchte ich jetzt nicht unbedingt Kyuyu auch mitgrillen. Mal gucken, wie viel Funkenflug so abzieht. Oh, ein Level 43 für Kyuyu. Na? Wow. Moment mal, Unlichtattacken. Das habe ich gerade ganz vergessen. Stimmt, da war was. So eine gewisse Unlichtattacke. Es kommt daher, dass ich zu lange kein Pokémon mehr gespielt habe. Oder kein richtiges Pokémon. Nur Mystery Dungeon. Dein Pokémon-Team ist echt gut herausragend, um genau zu sein. Ich fasse nicht, wie konnten wir sie so verlieren? Bla, bla, wir sind schlecht. Bla. Ich schmeiße mal Tentantel und Kleinstein nach vorne. Und diese Düse ist das Stärkste. Gehen wir mal nach Twindrake City. Ah, da unten hat was gewackelt. Verdammt. Ja gut, jetzt zurücklaufen bringt jetzt auch nichts mehr. Ja. Ich möchte eigentlich nochmal antreten. Hey, bei meinem Temperament und meinem Tempo kann mir niemand etwas anhaben. Hallo, Rowdy Egidius. Mit seinem Stahl und Licht. Denke ich gerade. Wir haben Dampfwalzer. Das schafft schon unser Kleinstein. Jo. Problem? Nee. Na gut. Dann laufen wir nach Twindrake City und schauen mal an, was diese Stadt zu bieten hat. Die Stadt ist nämlich auch was sehr Interessantes, muss ich sagen. Oh, hallo Lauro. Siehst du so? Ja. Oh, White, hier, klar. Geht's es, dieser Lügner. Mit seinem manipulativen Gerede will er nur alle das Licht führen. Hört mich an, ihr guten Leute. Unser König, seine Majestät N, hat seine Kräfte mit dem legendären Drachen-Pokémon vereint. Gemeinsam werden sie das Land der Verheißung schaffen und uns in eine glorreiche Zukunft führen. Und so wiederholt sich die Legende von der Gründung ein, als durch den Helden. Held? Drache? Legende? Wovon redet er da? Ich weiß nicht, der spinnt doch. Das ist alles nur Ammenmärchen. Aber Mama, wer hat die kleine Kette, hast du mir doch gestern das vorgelesen? Hör auf, Kind. Lüge nicht. Im Gegensatz zu uns einfältigen Menschen wohnen in Pokémon Fähigkeiten inne, die unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Es gibt so vieles, das wir von ihnen lernen können. Wir müssen uns nur ihre Einzigartigkeit anerkennen und ihnen helfen, das Joch abzuschütteln, in das wir Menschen sie so schmählich gespannt haben. Befreien? Pokémon? Hä? Wovon redet ihr da? Mama, ich muss auf der Toilette. Sei ruhig, Kind. Drum hört, ihr guten Leute, gründet mit uns Team Plasma jenes neue Land. Ein glückseliges Land, in dem Menschen und Pokémon sich gleichermaßen am erquickenden Trunk der Freiheit berauschen können. Ich hab gehört, Freiheit soll nicht so gut schmecken. Sprengt daher die Ketten, die eure Pokémon zu Leibeigenen machen. Euer ergebener Diener Gezis sagt tausend Dank für eure Wetteraufmerksamkeit, ihr guten Leute. Friede sei mit euch. In Ewigkeit und Frieden. Amen. Oder so. Whatever. Stimmt das? Haben wir die Pokémon unterdrückt? Sollen wir die Pokémon freilassen, so wie es Team Plasma sagt? Bitte nicht, und mein Pokémon wäre ich doch plötzlich so schrecklich einsam. Oh nein. Was soll das Ganze? Was hat er da gesagt? Was hat er gesagt, ist doch Unsinn. Die eine Region entstand damals, in dem die Menschen und die Pokémon-Menschen zusammengearbeitet haben. Falls die Pokémon diese Beziehung zu den Menschen nicht wünschen würden, hätten sie uns längst verlassen. Ein Pokémon kann vielleicht ein Pokémon fangen, aber nicht seine Gefühle. Wollen wir nun weit? Hi. Lang nicht mehr gesehen, Lilia und Lysander. Oh, Lauro und das Mädchen von neulich. Was denn? Was sucht der Champ hier, der der Pokémon-Liga den Rücken gekehrt hat und seitdem die Lande durchstreift? Ich komme gleich zur Sache. Verrate mir alles über das legendäre Drachen-Pokémon. Meinst du Seekrom oder Reshiram? Warum interessiert dich das auf einmal?
Bei der kleinen Ansprache vorhin hat dieser windige Gizis doch gesagt, dass ein Trainer namens N Sekrum wieder erweckt habe. Oho. Und dieser Trainer mit dem Namen N hat White aufgetragen, das andere Drachen-Pokémon zu suchen. Ich werde nicht ganz schlau aus diesem N. Für seine eigenen Überzeugungen will er die beiden Drachen-Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Was? Aber die beiden Drachen-Pokémon sind doch jetzt Freunde. So ist es, Lilia. Die Trainer sind es, die Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Und sie tun das, damit sich Trainer und Pokémon noch besser verstehen. Also dann, ich mache mich auf zur Pokémon-Liga. Oder sollte ich sagen, ich kehre dorthin zurück? Natürlich werde ich N besiegen. Ich werde ihm die Augen öffnen und ihm zeigen, dass die Welt so, wie sie jetzt ist, eine Welt in der... eine Welt, in der Trainer und Pokémon in Harmonie zusammenleben, gut ist. Viel zu langer Satz. Und was dich angeht, White, ich werde als Champ auf dich warten. Also hol dir den Ort von Twindrake City und komm zur Pokémon-Liga. Aber seht ihr vor, der Rinale von Twindrake City ist sehr stark. Also, ich verlasse mich auf euch, Lysander und Lilia. Ciao! Jetzt ist er weg. Ob er in Ordnung ist? Er hat so ein finsteres Gesicht gemacht. Mach dir keine Sorgen, Lilia. Er ist der stärkste Pokémon-Trainer in der ganzen Einer-Region. Nach mir. White war dein Name, richtig? Komm bitte zu mir nach Hause. Es ist, wie Laura gesagt hat. Ich will dir alles über das legendäre Drachen-Pokémon erzählen, was ich weiß. Lilia, wärst du so lieb, vorauszugehen? Die Geschichte von Sekrum und Reshiram, wir erzählen sie dir. Und ich führe dich durch Twindrake City, hier entlang. Da geht's lang. Okay. Tschüss. Ich kann noch ein bisschen was zu Twindrake City erzählen. Man sieht schon, oder ich werde mich gleich so ein bisschen hier mal umschauen, um es mal zu zeigen. Es ist eine ziemliche, ja, ich würde schon mal sagen, Hightech-Stadt. Was aber auch nur in der schwarzen Edition ist. Ja, Telefon. Kurze Pause. Bis gleich. So, und wieder zurück nach der kurzen Pause. So. Ich wollte Twindrake City zeigen. Die Musik ist vor allem ziemlich cool. So, wir haben hier... Ja, wie man sieht, sieht es nach einer ziemlichen Hightech-Stadt aus. Hier oben würde es theoretisch weitergehen Richtung Pokémon-Liga. Hier haben wir das Haus der Kämpfe mit Reihumkämpfen. Hier haben wir die Pokémon-Liga. Ja, das war schon die ganze Stadt. Würde mich interessieren, was gab es denn doch so alles hier für Leute? Zählt Dekoartikel. Der hier. Der verschenkt uns, glaube ich, jeden Tag einen Artikel. Seid ihr so? Ein Mitglied von Team Plasma. Einem, den ich nicht sagen soll, dass Team Plasma scheiße ist. Irgendwo gab es hier noch, glaube ich, eine Frau, die einem sagt, wenn man auf seinem Pokémon alle EVs verteilt hat. Was in dem Haus? Hast du das? Nein. Ja, ich kriege nur den Fatum-Knoten. Denn wenn ein Pokémon Opfer von Anziehung wird, wird der Gegner auch direkt noch mit verliebt, sag ich mal. Nein, in dem Haus war es auch nicht. Warte doch mal. Also ich werde dann einfach mal Christian beim nächsten Mal direkt beim Gespräch damit Lilia rauslassen. Damit er auch weiß, was er zu tun hat. Du warst das, oder? Ja, yep, das ist sie. Das würde mich interessieren. Welches ist das älteste Pokémon, was wir dabei haben? Das dürfte schon eigentlich Kyuu sein, ne? Nein, selbst Kyuu hat noch nicht genug. Was sagst du hier so? Er will in die Vergangenheit zurück. Ein Pokémon mit Ladevorgang. Haben wir zufällig eins auf der Box? Das müsste dann auch noch zufällig mir gehören. Und ich glaube, ich habe kein Pokémon. Es würde mich überhaupt mal interessieren. Was haben wir eigentlich alles auf der Box? Das kann ich aber eben noch schnell nachschauen, bevor ich den Part beende. Bin mir gerade nämlich nicht mehr so genau sicher, wie viel Zeit ich eigentlich habe. Dadurch, dass ich einen Schnitt machen musste. Aha. Surfer Grrr. Okay. Von mir aus. Gut, dann würde ich sagen, ich laufe noch zu Lilia. Es ist nicht mehr weit. Und würde sagen, Christian, du machst das.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.